Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Präsentation eines 2021er Fahrzeugs der Formel 1 mit dem Red Bull RB16B geht es nun weiter und wenn man sich das Auto anschaut, dann denkt man sich zum letztjährigen Auto, Copy, Paste. Und größtenteils ist es auch tatsächlich so, dass das Auto halt sehr, sehr ähnlich zum Vorjahresauto aussieht. Ich meine, rein lackierungstechnisch hat sich nichts geändert. Ich persönlich finde die Lackierung allerdings super. Und das Fahrzeug hat sich auch jetzt oberflächlich nicht großartig gewandelt. Aber das kennen wir ja von den meisten Autos, es sei denn, sie haben jetzt mal eine neue Nase oder so oder halt eine neue Livery. Und im Fall von Red Bull, da haben wir trotzdem ein paar Details, auf die es auch zu achten gilt und die vielleicht dieses Team zu dem größten Titelanwärter neben Mercedes machen könnte, wie auch die letzten Jahre, aber vielleicht schließen sie ja jetzt nochmal den Abstand. Wer weiß, vielleicht tut es Mercedes mehr weh, dass man ein bisschen Downforce vom Unterboden wegnimmt und Red Bull findet es eigentlich ganz geil. Schauen wir uns mal das Auto etwas genauer an. Schaut man auf die Bilder, fällt wahrscheinlich als größte Änderung auf der Blickwinkel, aus dem das Ganze fotografiert wurde. So ein bisschen tiefer. Der Kameramann hat sich gedacht, ja, mein Rücken, der fühlt sich dieses Jahr ein bisschen besser an. Kann ich mehr in die Hocke gehen, um zu fotografieren? Nichtsdestotrotz, einige Vergleichbarkeiten kann man auf jeden Fall anstellen. Zuallererst fangen wir vorne an beim Frontflügel. Da habe ich das Gefühl, dass die Platten da eben ein bisschen mehr in die Höhe ragen. Das könnte allerdings auch eine Sache der Perspektive sein. Nichtsdestotrotz, insgesamt dürfte das dann, wenn das der Fall ist, auf jeden Fall ein bisschen mehr Volumen abdecken. An den Seitenplatten, an den Endplates, sieht man jedoch auch, dass da so ein etwas extremerer Schwung ist. Insgesamt also ein potenziell etwas optimierter Frontflügel. Wenn man dann auf die Nasenelemente schaut, dann fällt auf, dass da insbesondere bei den Löchern in der Nase in der Mitte da so eine kleine Strebe fehlt. Das könnte allerdings auch von Rennen zu Rennen zu Rennen etwas unterschiedlich sein, je nachdem, wie man die Luft durchleiten möchte. Und eine Sache, die sich ein bisschen geändert hat, ist so ein bisschen, ich nenne es immer die Schaufel außen an der Nase. Da hat man aus einer anderen Perspektive allerdings einen besseren Blick drauf. Da schauen wir gleich auch nochmal etwas genauer hin. Wenn man jetzt ein bisschen weiter nach hinten guckt, auf Höhe der Reifen, dann sehen wir, dass die Bremsbelüftung ebenfalls anders angeformt ist. Das ist allerdings auch bei den anderen Fahrzeugen jetzt der Fall gewesen. Ich habe es allerdings nie unbedingt mit in die Episode genommen, weil ich mir auch da denke, dass das immer bisschen von Rennen zu Rennen anders aussehen dürfte und eben auch hier dann eine etwas andere Form. Und wenn man jetzt auch noch mal ein bisschen weiter nach hinten guckt, auf Höhe der Seitenkästen, da hat man ja diese Vorbauten und wenn man sich da jetzt ein bisschen mit Fantasie dann ein kleines Rechteck vorstellt und dann mal schaut, was für eine Fläche von den Seitenkästen, von den eigentlichen Lufteinlässen ausgefüllt wird, dann wirkt das auf jeden Fall auch ein kleines bisschen verändert. Während man im Vorjahr, sag ich mal, so einen Verlauf in der Mitte hat, was die Seitenkästen angeht, wirkt es jetzt so, als wäre das ein bisschen fülliger, aber auch das könnte ebenfalls etwas sein, wo die Perspektive uns einen kleinen Streich spielt. Insofern das halt nur unter Vorbehalt. Gucken wir mal lieber von der Seite drauf, was blöderweise auch das einzige weitere Bild ist, was wir hier bei diesem Fahrzeug zur Verfügung haben. Bevor wir allerdings dorthin springen, haut doch gerne ein bisschen Downforce nach oben raus. Insbesondere der Red Bull ist ja dafür bekannt, unglaublich gut in den Kurven zu liegen und mit Downforce, verspreche ich euch, liegt ihr auch unglaublich gut in den Kurven und mit einem Abonnement ebenfalls, denn dann verpasst ihr nichts weiteres auf diesem wunderschönen Kanal mit diesem Host. Schauen wir nochmal auf die Nase in dem neuen Bild. Und da gucken wir erstmal auf die Lackierung. Im Prinzip hat sich bei dem Gelb-Farbton, bei dem Akzent nichts geändert vom Verlauf her. Und darüber hinaus hat man statt des Aston Martin-Logos lediglich das Honda-Logo. Das ist für die Erklärung dieser Schaufelelemente wichtig, weil das Schaufelelement jetzt nicht mehr beim Aston Martin-Logo beginnt, sondern ein bisschen weiter hinten beginnt. Auch wenn man das im Vergleich zu dem gelben Farbakzent sieht, dann fällt auf, diese Schaufeln beginnen eben ein bisschen weiter hinten. Dementsprechend eine etwas andere Positionierung von diesem aerodynamischen Element. Und wenn man nochmal auf die Höhe der Seitenkästen etwa guckt, da fällt an zwei Stellen auf, dass die Bartsports ein bisschen anders positioniert sind. Und jetzt springen wir nochmal ans Heck des Fahrzeugs, ehe wir zum Unterboden kommen. Und dort fällt eben auf, dass man sowohl einen etwas anderen Heckflügel hat, der allerdings schon in Abu Dhabi 2020 verwendet wurde. Da konnte man sehr gute Vergleichsbilder finden, sodass ich es mir auch genauer anschauen konnte. Und man hat im Vergleich zu, sagen wir mal, Alfa Romeo und anderen Teams, die mittlerweile so eine Doppelverbindung zum Heckflügel nutzen, jetzt nur noch eine Einzelverbindung zum Heckflügel. Auch das etwas, was in der letzten Saison durchaus angewandt wurde und was sich halt bis hierhin auch scheinbar dann durchgezogen hat und wo Red Bull halt mehr Vertrauen in dieses Konzept hat, weil diese Doppelverbindung hatten sie halt eben auch. Schauen wir nochmal auf den Unterboden.
Wir haben einige Elemente vorne auf dem Unterboden drauf und ebenfalls haben wir einen nicht ganz geradlinigen Verlauf, wenn man sich den Unterboden genauer betrachtet. Denn tatsächlich fällt hier auf, dass man vorne ein bisschen höher ist als, ich sag mal, zum Mittelteil. Und zum Ende hin hat man nochmal so einen geschwungenen Bogen nach oben, was halt eben dafür spricht, dass Red Bull bislang super, super viele verschiedene kleine Elemente beim Unterboden hinzugefügt hat. Und ich würde sagen, vielleicht so den mit am stärksten ausgearbeiteten Unterboden präsentiert hat, den wir bislang gesehen haben. Leider haben wir auch nur diese beiden Bilder zum Vergleich und nichts weiteres. Das ist ein bisschen schade, aber auch verständlich, wenn man bedenkt, dass Red Bull eben in den letzten Jahren somit das konkurrenzfähigste Team neben Mercedes war und sich auch nicht in die Karten schauen lassen wollen wird. Ich hoffe, der Satz war richtig aufgebaut und ich hoffe, dass euch diese Episode gut gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raushauen, gerne die Playlist auschecken, wo wir ja noch die ganzen anderen Fahrzeuge besprochen haben, inklusive meiner Driver-Prediction, was ich glaube, wie die Teamduelle ausgehen. Und ja, bis demnächst, ihr Lieben. Haut rein!